Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Transportfieber mit mir Ben Hoshi und meinem neuen Rode NT1-A-Mikrofon. Ich hoffe, man hört es. Den Unterschied, hoffe ich wirklich sehr. Ich habe mir extra wirklich die ganze Nacht die Ohren geschlagen, habe alles aufgebaut, habe versucht, alles so gut wie es geht einzustellen. Weil ich konnte selber nicht abwarten, aber das hat sich auch hoffentlich gelohnt. Also, ja, wie gesagt, sollte es zu laut sein, zu leise sein, wie gesagt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen für jedes Feedback, weil nur Verbesserung. Oh! Ich bin für jede Verbesserung zu haben, wenn es im Bereich des Möglichen liegt. Gut, ja, also, Transportfieber. Ja, ich hatte mir überlegt, die Kampagne zu machen, aber dachte ich mir, nee, Kampagnen, das ist immer so blöd. Hat man immer nur spezielle Sachen, die man machen kann und so weiter. Und ich dachte so, nee, nee, ich habe das freie Spiel genommen. Auf Europa, sozusagen, also Kontinent Europa. Juhu, so sieht das ganze Ding aus. So, und habe mir auch schon eine schöne Stadt ausgesucht, und zwar Kloppenburg. Nicht Kloppem, sondern Kloppen mit N wie Nordpol. Weil, wie gesagt, man hat hier gleich eine Farm, man hat hier gleich Bäckereien, man hat hier einen Forst, man hat hier alles Mögliche in der Umgebung. Das ist richtig, richtig gut. Hier ist gleich die Holzverarbeitung, also es ist wirklich super. Ich habe hier auch eine schöne Einwohnerzahl von 352. Als ich eben draufgeklickt habe, mache ich so. Und wundere mich so: Hä? Bewohner 2? Hä? Okay, bis ich dann mal gemerkt habe, ich habe auf ein Haus geklickt. Naja, so ist es halt. Ja, aber wir wollen einfach mal anfangen. Und zwar möchte ich erstmal ja, eine Buslinie in Kloppenburg erstellen. Und dann muss ich mir noch überlegen, ob ich erstmal hier nach Dadesheim oder nach Gruner eine Bahnlinie lege. Das muss ich mir noch überlegen. Weil man will ja schließlich Geld haben. Also, oder ob ich gleich hier Transportwege hier erstmal gleich hier blub blub blub, weil das bietet sich nämlich richtig gut hier an. Muss ich aber erstmal gucken, weil erstmal brauchen wir Geld. Also heißt es Bahn, also Bus bauen und Bahn. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir hier am besten jetzt den Bahnhof am dümmsten hinsetzen. Am besten wäre eigentlich hier unten. Aber dann kann ich nämlich schön nach hier weg und dann auch nach unten. Das machen wir auch mal. So, dazu verlängere ich einfach mal ein Stückchen hier der Straße, damit wir hier gegebenenfalls auch noch anbauen können. Mittlere Straße. Zack. Ja, das kommt hin. Ja, wir drehen das Ganze mal ein bisschen. Ja. Nee, das ist blöd. Ich hoffe, der Bahnhof passt da jetzt noch hin. Aber ist erstmal nicht. Doch, ne, doch, wir bauen erstmal einen Bahnhof, na klar. Bahnhof, da ist er. Wir bauen ihn gleich mit zwei Gleisen. Hui, so, passt mal, ist doch wunderbar. So, da haben wir ihn auch schon. Ja, hier müssen wir jetzt ein bisschen was ändern, aber ist nicht so schlimm. So, dann haben wir wenigstens schon mal einen Bahnhof. Dann können wir nämlich jetzt auf dem Ding nämlich aufbauen. Tadam, tadam, tadam. Straßen, Schienen, nein. Wo ist er denn? Straßen. So, wir brauchen. Erstmal brauchen wir eine Bus- und Tramstation. Also sprich einen Busbahnhof. Und den kloppen wir mal direkt an den Bahnhof. Aber nicht ganz so nah, weil wir möchten ja auch ein bisschen aufbauen später. Deswegen bauen wir den mal schön hier hin. So, dann brauchen wir ein schönes
Busdepot. Kloppen wir dahin. Wunderbar. Ja, dann brauchen wir natürlich noch Haltestellen für die erste Buslinie. Aber ich werde mal hier auf Pause machen. Dann vergeht uns nicht ganz so schnell die Zeit. Obwohl es eigentlich Blödsinn ist, weil umso schneller kommen die Leute so ein bisschen. Und Geld geht mir eh nicht verloren, weil, ja. So, also, Haltestellen. Nee, da. So, also, Bus kommt hier raus, fährt hier lang. Und kann dann nämlich gleich hier die erste Haltestelle machen. Eins. Machen wir hier gleich die zweite. Dann machen wir es mal so. Hier machen wir die dritte. Dann machen wir hier die vierte. Fünfte. Sechste. So, dann fährt er nämlich jetzt hier rum. Dann halten wir mal hier und einmal hier. Dann fährt er hier weiter, kommt hier an. Dann fährt er hier runter. Fährt dann hier rein. Fährt dann hier wieder hoch. Fährt hier rein. Machen wir mal einmal hier, einmal hier. Dann fährt er hier rein. Fährt wieder zurück nach hier. Nach da. Eigentlich müsste ich gleich überall auch gegenüber eine hinsetzen. Damit die Leute nicht immer erst in die eine Richtung und dann in die andere fahren müssen. Also, das wäre eine Idee. Wir gucken einfach mal, ob das was ist. So. Gut, da brauchen wir jetzt keine. Und da brauchen wir auch keine. Gut, ich hoffe mal, das reicht. Ich hoffe es mal. Na, wird schon. Irgendwie. Ja, überall da, wo ich in der Mitte, warte mal, habe ich hier schon? Nee, hier habe ich auch noch keine. Nee. Also überall, wo dieses komische Ding in der Mitte ist, habe ich eine zweite gemacht, denke ich mal, so wie es aussieht. Genau, hier ist er nämlich nicht ganz in der Mitte, da wieder ja. Gut, das reicht. Ich hoffe, dass das jetzt auch sowas wird. Also wird man denn sehen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, alles klar. Dann wollen wir mal eine Linie erstellen. Depot, Warmers, herkömmlicher, neue Linie. So. So, eins. So, Numero uno. Dann sollte er hier lang fahren.
Ich muss das hier mal ein bisschen verschieben. Und dann sollte ich hierher, genau. Dann da. Dann da. Da, da, da. Dann sollte er wieder zurückfahren. Hierher. Dann genau nämlich hier an die Haltestelle. Dann an die. Dann sollte er an die ranfahren. An die. Die kann ich ja löschen, das ist ja Blödsinn. Oh, dann sollte er aber an diese ranfahren. Dann kann ich die da auch löschen. Also das, da habe ich ganz schön Mist gebaut. So, dann sollte er hier hinfahren. Dann hier hoch. Dann hier. 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 Nee, das ist auch Blödsinn. Dann wieder hier. Hier. Nee, die nicht. Ach Mann. Also mal, nee, er müsste jetzt wieder hier den ganzen Weg zurückfahren. Boah. Auch mal der. So, 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 so. Genau, also müsste jetzt hier wieder zurückfahren. So. Also hat er die. Dann müsste er zu dieser hier fahren. Dann machen wir die. Dann fährt er wieder nach hier. Dann fährt er nach hier. Nach hier. Die ist Blödsinn. Fährt er mal hier. Und hier habe ich keine zweite. Nö, gut. Dann kann er die jetzt nehmen. Und die. Und die. Die und die und wieder hier. Buh, ich hoffe, das ist nicht zu viel, weil die haben ganz schön was zu tun, aber dafür wird immer irgendwas, also ist immer viel Bewegung und das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, und da wir das natürlich auch hier gleich ändern wollen, jetzt muss ich nur mal kurz mal gucken. Ups.
Badum, badum. Ach. So, Kloppenburg. Kloppenburg, mein Gott. Der Gott. Haben wir. Ertrag 0, ne, ist klar. Dann wollen wir uns einmal den Bussen zuwenden. Straßenfahrzeuge kaufen. Ja gut, da haben wir nicht große Auswahl. Also nehmen wir uns die Postkutsche und kaufen die einfach, ich sag mal, 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück reichen erstmal. So, Linie zuweisen natürlich alle. Kloppenburg, so. Da kommen sie auch schon raus. Da brettern sie durch die Gegend. So, jetzt kann man sich überlegen, wo macht man jetzt noch schnell irgendwas. Ich könnte jetzt einen Zug. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Nach hier oben ballern. Dann müsste ich nämlich hier oben jetzt auch erstmal schnell einen Bus machen. Aber das wäre eigentlich verhältnismäßig einfach. Ja, schwere Entscheidung. Ja, die verteilen sie, die hauen jetzt ja alle auf eine Ecke, ist klar, weil die sind alle gerade rausgekommen. Die verteilen sich aber und das wird noch besser. So, ach, ich baue den Zug einfach hier, weil dann habe ich nämlich gleich eine kleine Anbindung, nämlich hierher. Nehmen wir mal hier Dadesheim. So, den Bahnhof, den hauen wir mal hier oben so hin. Bahnhof, nicht Güterbahnhof, nein, normaler Bahnhof, okay. So. Den haben wir, dann können wir gleich. Nee, wir wollen erstmal den. Nee, nicht LKW. Machen wir mal so. Ein bisschen Platz, damit er sich auch noch ein bisschen vergrößern kann. Dann machen wir gleich noch die. Das Depot für die Straßenfahrzeuge. Das Haus soll sich da auch ein bisschen. Noch vergrößern können. So. Weil ich brauche auch immer ein bisschen Platz für den Bahnhof. Ich meine, der erweitert sich meiner Meinung nach nach hinten, aber man weiß es immer nicht. So, jetzt bauen wir uns. Aber hier machen wir jetzt nicht so ein großes Theater mit den Bussen. Hier machen wir es uns ein bisschen einfacher. Ich habe das ja drüben nur mal als kleinen Test erstmal gemacht. So, also er kommt hier raus, fährt hier lang. Dann machen wir mal hier. Hier. Dann soll er erstmal hier oben hinfahren. Hier. Dann nach hier. Dann hier. Hier. Dann kann er dann direkt hier. Dann wieder hier. Dann wieder hier. 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 Na. Nach hier. Und jetzt geht's wieder zurück, die ganze. So. Haben wir.
Das waren die Busse. Jetzt wollen wir natürlich auch noch gleich einen Bus kaufen. Straßenfahrzeuge kaufen. Da nehmen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, nehmen wir auch erstmal wieder 10. Ist egal. Das so, Lie sitzen. Ach so, ich muss erstmal eine Linie erstellen. Haha. Neue Linie, okay. Also, Linie Nummer Uno. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zack. Da, da, da. Da. Und hier. Doch, er fährt da lang. Okay. Dann fährt er von da nach da, dann nach da. Zu dem netten Ding. Einmal hier und wieder zurück zum Depot, sprich zum Bahnhof. Ja, und schon sind sie auf dem Weg. So, jetzt machen wir aber erstmal Pause. Achso, halt. Wir müssen ja noch umbenennen. Ach Mann. Bus. Wie heißt das Ding? Dadesheim. Genau. Dann haben wir den Bus. So, dann können wir jetzt nämlich noch mal die Schienen aufbauen hier. Jetzt die Frage, wie soll ich jetzt hier fahren? Am besten eigentlich so und dann hier hoch, aber das ist Blödsinn. Könnte man eigentlich, weil er jetzt schon hier oben ist, dann eigentlich gleich hier und dann so runter. Dann kann er nämlich, richtig hinsetzen. Dann kann er nämlich auch dann für den Güterbahnhof gleich hier das Gleis mit benutzen. Ach, es ist alles kompliziert. Andererseits so rum genauso. Und hier müsste ich jetzt die Schienen hier unten lang legen. Da ist oben rum, glaube ich, besser. Machen wir einfach mal. Hopp, dann machen wir mal Schienen. Zack. Ey. Muss ich nur gucken, welches Gleis wir nehmen. Ach so. Genau. Was? Wie so ein Tunnel. Wieso willst du denn einen Tunnel bauen? Ey, wegen dem kleinen Hügel da, sag mal, willst du mich veräppeln? Doch kein Tunnel gebaut, sag mal. Wo sind wir denn hier? Ey, da komme ich nicht um Tunnel drum rum. Was ist denn das für Mist? Das gibt's doch gar nicht.
Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Jetzt muss ich nur sehen. Mist. Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden hier. Aber geht ja nun nicht anders. Oh Mann. Ey, ist das behindert? Weil wozu braucht er denn einen Tunnel hier? Das ist nicht normal. Ach Mann, ey. Wo ist die Steigung zu groß? Hier oder was? Boah. Ey, ich hasse dieses Theater. Gut, ey, das macht mich hier irre. Ja, da gucken wir dann mal beim nächsten Mal weiter. Also spricht morgen. Ach, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Gut, also ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob es zu laut, zu leise oder ob es genau richtig ist mit dem Mikrofon hier oder ob da noch Verbesserungspotenzial wäre. Ja, also dann sehen wir uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch noch was. Bis dann, euer Benoschi. Tschüss.